Ich würde ganz gerne noch einen Spieler ausleihen. Vom Niveau von einem Hornschuh. Und den idealerweise im Sechserbereich. Für Haas oder so. Stürmer wird schwierig, da haben wir gute. Wenn der Ding wieder fit wird, der Christea, wie lange ist denn der noch verletzt? Nach 13 Wochen. Ach du heilige Scheiße. Bogdan Müller. Bogdan geht in die Reserve. Das empört uns Europäer, weil so, sie sagen, wir fahren hier seit 100 Jahren Auto. Und Timo Kern, Aquaro, alles klar. So ja, Lavric ist auch nicht, der ist schon der 65. Um 20 nach 9 Kempel schwächelt Form 7, da holen wir mal Aquaro rein. Stefan Müller. Wir haben wirklich gute, talentierte Spieler. Das wird was, ich sehe das. Aquaro raus. Und Stefan Müller rein. Und ihn können wir wirklich Einsätze gönnen. Nach und nach. Regelmäßig. 1,91 als Innenverteidiger. Mediengewandt ist er. Cool. Okay. Okay, Leute. Den Ding wollen wir auch noch haben, den Kevin Müller, ne? Den Torwart. Stimmt. Wir müssten mal, wir gucken mal kurz rein auf unsere Hauptseite. Wir müssen gerade mal die Sponsorengeschichten machen. Genau. So. Fanartikel kaufen. Alles verkauft. Wahnsinn. Nix mehr da. Dann kaufen wir mal ein. Für 10%. Nicht ganz so viel. So viel. So, Schals und Mützen. Können wir auch mal ein bisschen auf 4% gehen. Accessoires. Wir brauchen bei Accessoires nicht. Multimedia auch nicht so viel. Aber Bekleidung. So. Restbudget habe ich noch 882 Euro. Interessant. Saisongewinn bis dato minus 61.000. Da müssen wir ein bisschen fitter werden. Das kann auf jeden Fall besser laufen. Okay. Okay. Haben wir das gemacht? Dann gehen wir mal auf Merchandising. Waren wir gerade. Und zwar Sponsoren wollte ich. So, da haben wir einen. Laufzeit senken, Summe erhöhen. 2 Jahre. Okay. Unterschreiben. Radio. Bandenwerbung, meine Lieben. Noch nichts da. Wir haben noch 14 freie Plätze. Namensrechte. Hauptsponsor. Passt ganz gut. So, Hauptsponsor. Geben wir noch ein bisschen was. Und zwar... Meet and Greet. Um Geld bitten. Meet and Greet machen wir mit dem mal. Und zwar, welchen Spieler nehmen wir? Ja, Spiel nehmen wir, oder? Das macht ja keinen Sinn. Okay, sie erhalten eine Siegprämie. Die Siegprämie können wir auch wieder ausgeben. Wir spielen gegen Duisburg ein bisschen defensiver, denke ich. Also... Das brauchen wir ja nicht hier. Das brauchen wir nicht. Das machen wir alles selber. Detailliert, bitte. Genau. Spielmacher ist... Ja, Spieli. Über ihn läuft viel und dann auf die einzelnen Flügel, eher rechts, da haben wir nämlich einen Rechtsflügelstürmer, gemischt, Sturmtank, ja, wir lassen mal den Mokwa, lassen wir mal steil gehen, dann brauchen wir keinen Sturmtank. Konterspiel, ja, nee, wir können ruhig selber ein bisschen aufbauen, dafür ist der, ja, spielt gut, okay. Okay, alles ausgestellt. Ist ja interessant. Ich spiele einfach mal drauf los, die Jungs. Dann mache ich eben das mal eben fix fertig. 2 Sekunden wieder da. So. Liebe Leute, alles eingestellt. Spielsystem sieht folgendermaßen aus. Ich habe mir gedacht, dass wir ein bisschen weniger mit langen Bällen arbeiten, sondern uns einfach durch die starken, also technisch starken Leute, wie ein Yashvili, auch ja, so einzelne Spielszenen ein bisschen erarbeiten.
will versuchen, hier so dieses mehr oder weniger große Dreieck hier, ein bisschen schräge Dreieck aufzubauen, gerade über rechts, über den Mokba, Mahop, der auch mal steigeln darf, ebenso wie Vorstöße natürlich priorisiert, so wie Dribblings. Lamidi habe ich komplett aus der Abwehr enthoben, also sprich, der braucht gar nicht nach hinten arbeiten. Lassen wir mal vorne stehen, dass wir immer eine Anspielposition haben. Und Staffelt, so wie Haas, natürlich, die warten, die machen keine irgendwelchen schnellen, ja, also keine schnellen Abspielgeschichten, sondern warten erst, bis sich ein, zwei Leute eben in die Offensive einschalten, dass wir wirklich schöne Spielzüge hinbekommen. Mal schauen, wie das alles so entwickelt. Die Links- und Rechtsverteidiger habe ich ebenfalls aus den Offensivarbeiten so ein bisschen rausgenommen, dass sie wirklich erst, wenn sobald Krebs oder Nagbob hier, ich sag einfach, wie heißt denn der dann? Der Luis, wir nennen einfach Luis. Luis, wenn Luis vorne fit ist, dann sollte das auch funktionieren mit ihm. Yashvili, wie gesagt, zentrale Anspielposition, der dann so ein bisschen die Bälle verteilt. Bin mal gespannt, wie sich das ausgeht. Ist also natürlich ein bisschen Übungssache, müssen sich ein bisschen einspielen, die Jungs. Aber von der Form sieht das auch alles recht gut aus hier. Ich könnte sogar den Müller von der Form her für den Hohen hätte schon mal reinnehmen, weil der hat nur eine Form von 9, er von 11. Und da unten haben wir noch Timo Kern mit einer 12. Der könnte dann für einen schwächenden Piosek rein. Aber 57 Stärke ist noch ein bisschen abwegig hier. Gut. Okay. Eine ganze Menge eingestellt wieder. Das ist schon wieder richtig viel. Mal eben fix gespeichert, liebe Leute. Und Screenshot gemacht. So. Trauen wir uns schon? Ich weiß es nicht. Die Frage war ja auch, wie ich gesagt habe. Also ganz wichtig ist, dass ihr natürlich auch mitschaut, dass wir uns nochmal einen Spieler ausleihen von irgendwo. Oh, Junglas geht. Wo geht der denn hin? Wo geht denn der hin, der Junglas? Zu Düsseldorf. Ah, jetzt haben die sich den geholt. Ist ja interessant. Wo kriegen wir einen Sechser her? Einen guten Sechser. Gucken wir mal bei Bayern rein. Wollen wir Robben ausleihen? So. Okay, das Team. Wir gucken mal rein. Aus der ersten kriegen wir wahrscheinlich keinen, ne? Timuschuk ausleihen. Usami ausleihen. Das wäre natürlich was, oder? Der ist hier nur mit einer 65 bewertet. Ist ja krass. Und in der zweiten Mannschaft? Danny Schwarz. Der ist auch bekannt. Er ist auch schon 300 Jahre alt. Ja. Krass. Boy Döll. Wer ist ein Boy Döll? Kenne ich auch gar nicht. Krass. Geht lange Wele, geht steil, sah ja Szene. Das wäre auch einer, auch recht günstig sogar, ne? Der war noch nicht schlecht, der hat doch mal so eine Zeit gehabt mit Alaba und so, da haben die richtig gut gespielt in der zweiten. Hat er schon ein paar Tore geschossen für die Bayern? 11. In 39 Spielen, nicht schlecht. Wen haben wir denn hier noch? Na gut, das ist alles schlecht einzuschätzen. T. van der Mollen, Antonio Pangallo, Emre Can, Denis Mucic. Wo ist denn mein Ding hier? Der Frotzic. Da ist er, der Frotzic. Die Frage ist ja wirklich so gut, ne? Wie wir dachten. Aber gut, Jugendarbeit gibt es aber noch andere Mannschaften, die richtig gute Jugendarbeit leisten. Unter anderem der Hamburger Sportverein. Aber hier können wir alles schlecht einschätzen, wie die drauf sind. Vielleicht können wir ja hier aus der ersten einen ausleihen. Markus Berg, so mit dem ausleihen, der ist verletzt. Mist, schade. Tom Mickel, Mladen Petric, Sören Bertram. Hat aber nur eine 6 Bekanntheitsgrad. Kann man gar nicht einschätzen, wie der drauf ist. Okay, da verlasse ich mich auf euch. Ihr seid die besten Scouts, die es gibt. Wir brauchen einen Sechser. Wir gucken nochmal rein, Leute. Und zwar, bevor es jetzt losgeht, nochmal fest, was wir brauchen, als Leihgeschäft idealerweise, und los geht's. Ja, der erste Spieltag gegen den MSV Duisburg. Uiuiui. Also, wir gucken gerade mal rein. Schwächsten Positionen sind unter anderem die Innenverteidiger, rein stärketechnisch, aber da haben wir auch ein bisschen Potenzial noch da. Einen 70er 6er wäre geil. Torwart
müssen wir mal schauen, ob wir Ding anleiern, den Kevin Müller. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Transferbudget ist noch 500.000 übrig. Wir haben noch bei Sonstiges, haben wir noch 20 Euro. 20 Euro bei Sonstiges. Unglaublich. Baukosten und Bargeld. Wahnsinn. Ach, also Karlsruhe geht's echt nicht gut. Auf Rosen gebettet sind wir hier nicht, das ist klar. Wir hoffen mal, dass wir bei den Verträgen... Du hast einen richtig guten Flügelstürmer, ne? Wenn der Terrazino mal den Finger aus dem Po ziehen würde, ne? Dann wäre das ein richtig guter. Aber der hat schon bei Hoffenheim so geschwächelt. So, machen wir mal ihm nur wichtige Fähigkeiten. Technik trainieren, Alter. Flanken, Torriecher, Passspiel, Ballkontrolle. So. Alles auf 70 mal eben. Ratzi-fatzi. Da hat er was zu tun. Klappstuhl. Meine Güte. Ist Strafraumstürmer. Ist Strafraumstürmer vom Spielertyp. Dann werden wir mit ihm auf rechts außen nicht viel Spaß haben. Also. Flanken raus. Und dafür lieber... Torriecher haben wir drin, ne? Ja. Fernschüsse. Okay. So. Gucken wir mal, liebe Leutchen. Gucken wir mal, was ist mit Fink? Den geht's genauso. Ist auch Strafraumstürmer vom Typ her. Ich kann auch Fink kann ich auch verkaufen. Fink kann ich auch verkaufen. 23, machen wir auch. Wir haben noch mehr Stürmer. Da ist auch noch der Ding, der noch reinkommt wieder. Entweder verkaufe ich Fink oder den Lavre. Aber Lavre kriegt nicht mehr verkauft, der ist so alt. Verkaufen wir Fink. Option. Vertrag. Transferstatus ändern. Marktwert 250.000. Bisherige Ablöse. Ja, 310 ist gut. Kurzes Fazit von Spieler Aura, zum Verkauf. Sie denn gefunden hat. Sie war nämlich gestern sehr emotional. Anton Fink, Vertrag, Aktionen. Er hatte hoffentlich auch einen schönen Spieler Abend. Anbieten, da unten ist es. Da unten ist es doch. Sehr schön. Also Spieler gerne im Auftrag. Bis ich jetzt einen Verein gefunden habe für ihn. Okay, ich bin echt gespannt. Hallo. Bin echt gespannt. Stimmt das? Seit ein paar Wochen haben wir 7 Mal hopp, wenn der gut Menschen wird. Der ist 23, er ist noch nicht alt. Echt noch nicht alt. Haben wir da schon Trainingsziele festgelegt? Auch noch nicht cool. Nur wichtige Sachen. Der kann dribbeln, der kann. Och, Wahnsinn, der muss aber Dribbling gleichziehen. Technik muss gleichziehen. Flanken muss er dann üben und Passspiel. Und die sind ja Menschen gar nicht gewöhnt. Oh, das ist ja schlecht, ne? Also so richtig durchwachsen. Wahnsinnig, weil die Menschen immer älter werden. Daran liegt, dass die Kinder sterben. So, 70. Boah, von 58, von 43 Passspiel auf 70. Junge, was hast du trainiert die letzten Jahre in Kamerun? Muss er atmen. Meine Güte. Nicht viel brauche ich nicht in Topform, sag ich ihm. Er gewinnt 3 Moralpunkte. Die chinesische Küche ist ja mit viel... Boah, ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt und mache an der Stelle kurzes Päuschen, bevor es richtig losgeht. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt und dann legen wir los. Bis gleich.